Also du brauchst den Ton vom Fernseher. Du musst irgendwie dir den Ton vom Fernseher schnappen. Ja. Weil das ist das, was für dich synchron ist. Das ist das Ursprungsbild. Und da kommt auch der Ursprungston her. Ja! Ha, ja, oh nein. Ja! Nein? Moment. Okay. Alles klar. Leute, willkommen zu einem Breath of the Wild Stream in Zelda. Ich bin hier gerade im Wassertempel. Ich verlasse jetzt diesen aber, weil ich mich nicht blamieren möchte, weil ich vermeintlich kinderleichte Rätsel nicht in der Lage bin zu lösen. Also, ich will dementsprechend heute zum Masterschwert gehen. Ich gehe jetzt erstmal so ein bisschen... Ich gucke einfach mal hier in die Mitte, wie immer wie ein alter Opa immer so auf den Controller gucken muss. Ich habe echt meine Schwierigkeiten mit der Switch-Konsole, sag ich ganz ehrlich. Ich finde das zwar alles super cool und habe auch heute Nacht mich dabei erwischt, wie ich die Switch aus dem Dock genommen habe und im Bettchen tatsächlich noch 2-3 Stunden gespielt habe. Und trotzdem komme ich irgendwie ein bisschen schwieriger rein tatsächlich. So mit der Steuerung und sowas, es sind ziemlich viele Knöpfe. Und wenn man die ganze Zeit über PlayStation beispielsweise spielt, wo die Controller-Belegung ja, oh Gott, Alter, eine ganz andere ist, hab Bauch mal, glaube ich, ein bisschen Ungewöhnung. Zumindest ging es mir jetzt so. Mach ich einfach mal einen fetten Jump hier. Denn das ist etwas, was ich von einem sehr, sehr netten Orni bekommen habe. Ich glaube, so hieß er. Das war eine vogelartige Kreatur, die, nachdem ich ihm geholfen habe, ein bisschen Einkäufe nach Hause bringen und sowas, hat er gesagt, komm, Link, weißt du was? Oh! Ich gebe dir einfach mal hier ein paar geile Flugskills. Das habe ich auch noch nicht so ganz geahnt. Die habe ich jetzt schon öfter gesehen. Manchmal ist da so ein Loch in der Mitte, da kann man irgendwie eine Kugel drauflegen, aber eine Bombe wollt ihr nicht haben. Was ich ganz geil fand, wie gesagt, ich spoiler jetzt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr entweder keinen Bock habt, das Spiel selber zu spielen oder es schon durchgespielt habt oder euch überhaupt nicht dafür interessiert. Was ich ganz cool finde hier in diesem Open-World-Ding ist, dass man ab und an so Quick-Time-Events auslöst. Und das kann zum Beispiel auch schon mal so ein, keine Ahnung, 20, 30 Meter hoher Gegner sein. Ich habe da schon so einen richtig dicken, alten Klops gesehen mit so einem... Oh, ich dachte schon. Einäugig und so richtig fies und der schläft dann so und ist mega aggressiv. Da gehe ich gleich nachher mal hin. Ich weiß genau, wo der ist. Kann ich euch mal zeigen. Und der ploppt halt einfach so aus dem Nirgendwo auf. Das ist halt mega geil, weil normalerweise gab es diese fetten Bosse natürlich immer nur in den Dungeons. Und die gibt es ja hier quasi so in dieser klassischen Form auch gar nicht mehr. Guck mal, das unten ist ein Schrein. Den nehmen wir uns gleich mal mit. Hier war ich allgemein noch gar nicht. Beim Vulkan sind wir. Alright. Egal, wir gehen jetzt erstmal zu dem Turm da hinten. Weil dann haben wir das Gebiet. Das ist, der ist schön nah dran. Danach gehen wir zu dem Schrein. Und dann schauen wir mal, was noch so passiert, Leute. Würdest du das Spiel als Zelda-Empfänger empfehlen? Also ich glaube, man kann eigentlich fast bedenkenlos jedes Zelda-Spiel empfehlen. Weil ja nie, es gibt ja jetzt nie so eine krasse zusammenhängende Story. Also klar, es hängt irgendwie alles über diese verschiedenen Zeitlinien und sowas zusammen. Ich stecke da auch gar nicht so drin. Und jetzt, alle werden ausrasten, die es nicht wissen. Ich habe es ja schon oft genug erzählt. Ich habe Ocarina of Time zum Beispiel auch nie gespielt. Genauso wie ich Majora's Mask nie gespielt habe. Ich war damals, bin ich ja aufgewachsen mit A Link to the Past. Auf dem SNES. Und mit dem Stil. Den fand ich, oh Gott, Alter. Den Stil fand ich halt auch am geilsten. Und Und mit dem Stil kam ich irgendwie, also als es dann 3D gab, kam ich nicht so richtig klar. Das ging mir dann ähnlich auch damals mit beispielsweise Secret of Mana. Ich bin überhaupt nicht multitaskingfähig. Als es da dann erste Spiele gab, die 3D... Ah, da! 3D angehaucht waren, fand ich auch nicht mehr so geil. Da habe ich mir diesen... Ich merke gerade, wie geil ich bin, oder? Weil ich einfach nebenbei... Ich bin nicht multitaskingfähig. Tut mir leid, Alter. Und der springt jetzt eh in den Tod hier? Ne, alles gut. Hast du Twilight Princess gespielt? Ja, kann es sein, dass gerade irgendwie Blutmondnacht hier ist? Ja, ne? Natürlich. Der sieht aber einfach so klein aus. Das sieht aus wie so ein richtig kleiner... Digga, Alter. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mich auch mega erschrocken. Lass uns mal kurz auf uns wirken. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link. Sei auf der Hut. Das war's schon. Also normalerweise hätte ich ein bisschen noch was erzählt über Ganon, der halt auch mega schlecht drauf ist. Was wollte ich gerade sagen? Twilight Princess. Fand ich sehr geil. Da war ich zum Beispiel damals auch richtig gehypt. Und ich weiß noch, dass ich so eine kleine Kreidetafel hatte, wo irgendwie die Tage drauf standen, bis die Wii rauskommt. Und das habe ich super durchgesucht. Das war aber auch das letzte Zelda, das ich so aktiv gespielt habe. Bist du auch schon am Blitzen gestorben? Ich weiß gar nicht, wie oft ich hier schon gestorben bin. Also, ich habe auch einfach in den meisten Fällen das Gefühl, die komplette Spielmechanik auszuhebeln. Oh Gott! Zum Beispiel war ich in einem Tempel. Da habe ich nicht geahnt oder nicht verstanden, dass man diesen Tempel kippen kann.
Und hab mich irgendwie trotzdem, ohne dass ich mich einmal gekippt habe, durch diesen Tempel durchgemogen. Oh Gott, das ist der Scanner da. Das ist ganz schlecht. Kann ich ihn irgendwie den Laser auf den Gegner hier? Nein. Nice! Ich weiß nicht, woran es liegt. Das Spiel hat mich, noch nie so überfordert wie jetzt gerade in diesem Stream. Vielleicht zieht es mich auch in diesen Tempel. Wir machen jetzt den Tempel. Vielleicht ist es einfach Gottes Wille, dass wir diesen Tempel machen. Okay, beginnen wir mit den Rätseln, Leute. Ihr dürft mir natürlich sehr, sehr gerne helfen. Kommt es mir so vor, es ist asynchron. Ja, es ist leider eine Sekunde asynchron. Das muss ich bis zum nächsten Mal irgendwie hinkriegen. Es ging jetzt leider nicht anders. Ich bitte das zu verzeihen. Um Router zurückzuerobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Ich guck mal kurz, ob ich hier irgendwas... Weil das war nämlich der Trugschluss in einem anderen Tempel, dass ich nämlich hier, guck mal hier, Rüssel bewegen. Warum kann ich hier den Rüssel bewegen? Klettere auf den Rüssel. Du musst es so machen, dass die Spitze gerade ist. Ah, natürlich. Antike Achse. Nice. Jetzt spritzt hier immer noch nices Wasser raus. Es sind noch zwei Kontrollen. Das haben wir gut gemacht, Leute. So, jetzt wurde vorhin gesagt, wir müssen das hier ausmachen. Spritzt es aus! Oh ja! Nice! Das finde ich jetzt auch mal so ein bisschen dirty. Was kommt? Das kommt noch gar nicht. Das kommt, glaube ich, gleich erst. Dann sage ich es nochmal. Bestimmt eine riesig geile Unterwasserspinne oder was. Irgendwas, was ich nur direkt eigentlich aufhören kann. Digga! Oh nee! Die sehen ja nicht genauso aus wie der erste Gegner. Sehen die alle gleich aus? Ja, auf jeden Fall sieht er so ein geiles Laserauge, glaube ich. Sei vorsichtig. Ganon hat dieses Monster geschickt. Vor 100 Jahren hat es mich. Tentakeln? Aber du kannst. Womit denn? Wir bekommen noch Knarren, Alter. Ich weiß, du wirst siegen. Guck mal, wie aggressiv der ist. Der nimmt Anlauf jetzt, oder? Achte ja. Auf seine Lanze. Damit hat er okay. Eine hohe Reichweite. Ah, oh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Als ob. Ich esse nochmal schnell in das Auge rein. Oh, jetzt. Und jetzt rauf, Alter. Und jetzt rauf. Und jetzt rauf. Oh, ja, 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 ja. Und weg, und weg, und weg, und weg, Alter. Jetzt geht er richtig ab hier. Aber guck mal hier, was ich für die habe, Alter. Bam. Werft da hängen eine kleine Lanze, Alter. Nee, doch nicht, bitte. Ich bin voll drin gerade, Leute. Digga. Leute. Zweite Form, oder was? Das sieht doch richtig aus, Alter. Das sind auch so... So geile Balls, Alter. Okay, jetzt müssen wir immer von Plattform zu Plattform. Jetzt ist nicht mehr viel Platz zum Ausweichen. Brauche ich auch nicht, ey. Ein gezielter Schuss. Jetzt. Ja, soll ich rüber oder was? Komm rauf da, richtig rein jetzt hier, rein! Und wieder weg. Aber ich hätte vielleicht... Nein, 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 wieder rauf, wieder rauf. Bergmann, 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 Bergmann. Er ist nicht da, er ist nicht da, alles gut. Wieso haben wir nicht getroffen? Ah! Ah! Oh Gott! Die verfolgen uns, glaube ich, alle. Okay, okay. Die hätte ich mit den Pfeilen wegschießen sollen. Leute, ist mega intens gerade. Nein! Die haben, glaube ich, keine Pfeile mehr. Geh doch mal einfach down jetzt. Wie wären das? Was hältst du denn von der Maßnahme mal? Ja, erstmal den Speerschild in mein Gesicht. Geil! Weil ich ja nicht gegessen habe. Diesmal wird alles anders. Alles wird anders dieses Mal, Leute. Sollte ich hier eigentlich lieber gedrückt halten und aufladen oder so volle Kanne drauf, Alter? Das weiß ich mal nicht. Alter. Eismodul, Eismodul und... Oh! Digga. Oh, yeah! Zeig mir dein Auge, Alter! Schön reinspießen jetzt hier. Komm, komm, komm. Ich lad mal auf, Alter. Ich lad mal auf, weil ich so crazy drauf bin. Hier, Wächterland ist zerbrochen. Egal. Brauche ich nicht. Guck mal, einmal noch, Alter. Einmal gebe ich ihm noch mit. Was hat er für... Nein, 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 nein. Was hast du für einen Laser? Wieso Laser? Wieso hast du Laser?
Wieso hast du Scheißding Laser, Alter? Vergiss es, Alter. Leute? Found Footage Style heute hier. Ich glaube, wir haben es geschafft. Haben wir sehr gut gemacht, Leute. Da ist unser Herzcontainer, haben wir uns verdient. Was haben wir uns denn verdient? Ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verliehen wird, der die Prüfungen besteht, erhöht die maximale Anzahl deiner Herzen. Das wissen wir natürlich. Ich habe 7 Herzen. 7 ist meine absolute Glückszahl. 7 ist die richtige... Ich glaube auch die Anzahl an Versuchen, die wir gebraucht haben, oder? Was für ein seltsamer Zufall. Danke, Link. Du hast meine Seele befreit. Und Ruta zurückerobert. Aber unsere Unbeschwertheit von damals, weg. Diese Zeit ist vorbei. Ach, huch. Die ist doch tot, dachte ich. Ja, okay. Also für diejenigen, die in der Story nicht drinstecken, das ist auch eine Zora. Und das ist, glaube ich, die Tochter des Königs gewesen. Und die war eigentlich tot. Aber wie wir jetzt erfahren haben, war sie offenbar von dem Monster verschlungen. 100 Jahre lang im Magen-Darm-Trakt eben desselben Monsters gefangen. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum sie jetzt irgendwie trotzdem so einen auf Abschied gemacht hat. Ich dachte, eigentlich klang das jetzt eher so... Das klang alles so, als würde sie sterben. Wenn Ganon versiegelt wird, kehrt der Frieden zurück nach Hyrule. Das war's dann für uns beide. Dann haben wir unsere Pflicht erfüllt. Nein. Ob es meinem Vater wohl gut geht? Ich habe ihm immer Sorgen bereitet. Ich wünschte, ich hätte ihn noch einmal sehen können. Das ist schon sehr traurig. Aber ich bin mega hoffnungsvoll und guter Dinge, dass sie sich noch sehen werden. Garantiert. Ich spreche mal mit dem Papa noch kurz, weil vielleicht ist Link ja klug genug, um zu sagen, hey, deine Tochter, ich habe sie gesehen, es geht dir gut. Oh Link, es ist gut, dich gesund und munter wiederzusehen. Wir haben ungeduldig auf dich gewartet, aber die sind ja echt alle gerade. Er links, den seht ihr da vielleicht so vor der Kiste. Das war ein schlimmer Finger, der war sehr skeptisch uns gegenüber. Ich möchte auch sagen, er hatte so ein bisschen Hyrule-Rassismus so ein bisschen an den Tag gelegt. Er sagte so gegen, wie heißen die, Hyrulianer, heißen die so, oder Hyrulianer? Also war auf jeden Fall negativ eingestimmt und ich habe da so leichte Anti-Tendenzen hab ich da wahrgenommen. Und da haben wir uns dann einmal ausgesprochen, weil darum geht's. Aussprechen. Keine Gewalt, keine Parolen, kein Stress einfach. Sondern einfach sich zusammensetzen und sagen, wir reden jetzt offen darüber. Und dann klärt man Dinge. Und so haben wir das auch gemeinsam geklärt. Jetzt sind wir zwar immer noch nicht beste Freunde, aber er vertraut mir, ich vertraue ihm. Und wir gehen vielleicht danach noch eine Fischsuppe gemeinsam essen, wenn wir jetzt hier mit dem Vater geredet haben, den ich, glaube ich, gerade ein bisschen übersprungen habe. Aber die Kernaussage ist, Leute, ne? Redet miteinander. Das möchte diese Szene und das Spiel uns eigentlich vermitteln. Und das, finde ich, ist ein hervorragender Wert, der hier vermittelt wird. Hier Jonathan Frakes. So, und auch der Rest von Hyrule ist jetzt nicht mehr von einer Überflutung bedroht. Das ist sehr schön, weil der Damm war nämlich kurz vorm Platzen. Das haben wir gerade noch so aufgehalten. Weil du den Wassertitan besänftigt hast, ist das Dorf der Zoras gerettet. Du hast mehr vollbracht, als wir zu hoffen gewagt hatten. Im Namen unseres Volkes möchten wir dir danken. Link, da ist er. Ich bereue, dass ich so hart zu dir war. Sieh an. Das finde ich aber auch in Ordnung. Wenn er das jetzt eingesteht und sowas, ist sehr gut. Mifa war dir alles andere als egal. Das ist mir jetzt klar geworden. Im Namen des ganzen Senates zollte, das ist auch ein sehr geiler Gag, dass immer jedes S gegen ein Z wegen Zora ausgetauscht ist. Also wirklich, das ist wirklich, war für einige Lacher am Anfang, muss ich echt sagen, konnte ich mich kaum noch halten. Ich mich bei dir bedanken. Wir haben euch Hylianern zu Unrecht verurteilt. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Link, erlaube uns, dir zum Dank eine Belohnung zu überreichen. Bitte nimm den Inhalt dieser Schatztruhe an dich. Darum befindet sich ein Andenken an Mifa. Ein Gegenstand, der ihr lieb und teuer war. Als ein Zeichen unserer Freundschaft möchten wir
dass du ihn von nun an verwendest. Halte ihn in Ehren. Übrigens, Link, wo ist denn das heilige Bannschwert? Er redet über das Masterschwert. Als du dein Gedächtnis verloren hast, hast du da auch das Bannschwert verloren. Das Bannschwert? Du kannst dich wirklich nicht daran erinnern? Du warst der Einzige der Recken, der dieses Schwert führen konnte. Es wurde noch gar nicht erwähnt bislang, hier in meiner Storyline, also in meinem Spielstand. Wir sind uns sicher, es wartet irgendwo in Hyrule darauf, dass dein Weg dich zu ihm führt. Link, im Namen aller Zoras danken wir dir für das, was du hier verrichtet hast. Und du, Sidon? Als dein Vater sind wir von großem Stolz erfüllt, dass du an Links Seite mit dem Titan gerungen hast. Du hast dich zu einem guten Zora entwickelt. Eines Tages wirst du ein würdiger Nachfolger für uns werden. Vater! Der Dauerring hat ein Ende und der Titan ist zurückgekehrt. Es gibt einiges zu feiern. Brasio Super. Link, das war spitze. Ich danke dir vielmals. Du hast unser Dorf vor der Auslöschung bewahrt. Dankbarer könnte ich dir gar nicht sein. Du bist wirklich einsame Spitze. Der hat eigentlich ein Original. Ich tue dem Ganzen gerade Unrecht, weil er hat eigentlich eine sehr, sehr schöne Stimme, Synchronstimme auch. Der ist ein tapferer Ritter hier. Mit der Sido, mit dem wir gemeinsam gekämpft haben. Ich glaube, hier hing mir gerade die ganze Zeit Sabber. Weil ich vorhin irgendwann mal so richtig schön irgendwie gespuckt habe. Okay, wir öffnen jetzt die Kiste. Entfernen heldenhaft die Sabber. Richten unser Haar. Setzen uns gerade hin. Und gucken, was Mipha uns hinterlassen hat, was ihr so lieb und heilig war. Eine Lichtschuppenlanze. Geil! Die wird nach dreimal Schlagen sofort kaputt sein und wird mir dementsprechend gar nichts bringen. Die einzigartige Waffe der großen Mipha. Für ihre Heilkräfte ist Mipha berühmt, aber dass sie auch eine erstklassige Lanzenkämpferin war, ist weniger bekannt. All right. Geil. Vielleicht kommen wir ja irgendwann auch mal in den Genuss, dass Waffen nicht kaputt gehen können. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Belgi nutzt heute auch eine provisorische Lösung, um das Spiel zu streamen. Genau, weil alles verzögert ist. Stimmt, deswegen, das könnte euch jetzt alles hier so ein bisschen irritiert haben. Was ich nach wie vor eigenartig finde, ist, dass wir kein Wort über Mipha verloren haben, obwohl wir gerade wirklich alle Gelegenheit dazu hatten, dem Vater und auch dem Muso, also dieser Kaulquabbel da, die am Anfang uns ein bisschen negativ gestimmt war, den irgendwie, das Leben einfach mal mit einem einzigen Satz unendlich bereichern zu können, indem sie wissen, dass es ihrer Tochter oder ihrer Ziehtochter gut geht. Da haben wir drauf geschissen, stattdessen haben wir uns gierig hier diese geile Lanze geschnappt und nebenbei noch irgendwie ein bisschen Handshake gemacht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Zwischenmensch, die Fähigkeit ist unter aller Sau. Ich habe auch weiterhin Bock zu spielen. Dementsprechend kann ich Link das nicht weiter übel nehmen. Nichtsdestotrotz, das könnt ihr mir sehr gerne übel nehmen, werde ich diesen Stream jetzt an dieser Stelle beenden und werde mich bedanken an dieser Stelle. Zusätzlich dafür, dass ihr zugeschaut habt bei diesem sehr chaotischen Stream. Schön, dass ihr dabei wart. Wirklich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele dabei waren, aber ich glaube, es waren sehr, sehr viele, denn gemessen an der Unterstützung, die ich hier widerfahren habe, muss das halb Deutschland gewesen sein. Sowas wird es vielleicht in Zukunft wieder öfter geben. Ich muss sagen, es fällt mir sehr schwer. Das ist übrigens die berühmte Bergmann-Abmoderation, die wieder länger geht als der eigentliche Stream. Ich muss sagen, dass es mir wirklich schwer fiel, jetzt hier mich gerade auch gleichzeitig auf das Spiel zu konzentrieren. Es ist mir auch ein bisschen unangenehm gewesen, ehrlich gesagt. Da teilweise doch so ein bisschen verplant zu sein. Aber es ist eben, ich habe mich hier wirklich durchgemogelt. Also mit dem Eismodul und sowas, ich habe mich wirklich extrem durchgemogelt durch das Spiel. Deswegen jetzt auch vieles dazugelernt. Und das wird mir helfen bei den nächsten Tempeln. Vielleicht wieder gemeinsam im Stream mit euch, wenn ihr denn mögt. Und jetzt gucke ich nochmal kurz, ich habe den Chat hier gerade gar nicht offen. Aber ihr werdet bestimmt schon alle weg sein. Leute, ich wünsche euch was. Habt einen schönen Abend, schlaft gut. Und jetzt bin ich raus. Tschüss.